Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Eingeleitet. Wie bitte? Routine wird fehlerfrei ausgeführt. Das Biest ist so gut wie... Ich kann nichts machen. Keine ID. Abgeschlossen. Oh. Routine wird fehlerfrei ausgeführt. Ja. Was soll ich sagen? Selbst schuld. Okay, wo ist das Ryan? Sicher ist sicher. Verpiss dich! Oh, du bist kein hübscher Ryan. Ich gebe dir den Rat, mich nicht zu verärgern. Schon gut. Ich hab's nicht so gemeint. Brauchst nicht gleich so Alarm zu schlagen. Ich hab nur einen schlechten Tag. Also, was willst du von mir? Was machst du hier draußen? Was machst du hier draußen? Du nervst mich, um das zu fragen. Ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Mann, 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 Junge. Du bist wirklich ein komischer Vogel. Also ich stehe hier draußen, weil ich frei habe. Eigentlich bin ich Blakes Knüppel. Was? Na, er ist ein Bodyguard, Junge. Allerdings braucht er mich nicht, solange er sich im Lager aufhält. Nur wenn er wieder auf Ripperjagd geht, nimmt er mich mit, um seinen Rücken zu decken. Und wenn er auf Geschäftsreisen geht, natürlich auch. Frage beantwortet. Hast du was zum Handeln? Na, wenn du so fragst, ich hab wohl ein paar Sachen dabei, die ich dir überlassen könnte. Ich hab's mir überlegt. Ich hau dir doch aufs Maul. So gefällt mir das. Meine Waffe hat schon lange kein Menschenblut mehr gesehen. Dann mach dich bereit zu sterben. Dich hole ich mir! Das war einfach. War sogar sehr einfach. Ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Na. Ryan lebt nicht mehr. Sehr gut. Ich habe in der Zwischenzeit Blakes Liste manipuliert und wieder zwischen seine Sachen gesteckt. Es würde etwas komisch kommen, wenn ich jetzt zu Blake gehe und ihm sage, dass sein Leibwächter gestorben ist. Am besten machst du das. Woher sollte ich das wissen? Was? Du meinst, dass sein Leibwächter tot ist? Er könnte denken, dass ich ihn getötet habe. Na und wenn schon? Selbst wenn, glaube ich nicht, dass er dir sonderlich böse wäre. Er ist es schließlich gewohnt, dass ihm seine Bodyguards reihenweise wegsterben. Geh einfach zu ihm und sag, dass du seine Leiche gefunden hast. Am besten erwähnst du auch noch, dass er jetzt einen neuen Bodyguard braucht. Er kann manchmal etwas schwer von Begriff sein. Alles klar. Gut, dann komm wieder zu mir, wenn du ihm Bescheid gegeben hast. Ich habe deinen Bodyguard gefunden. Was soll das heißen, gefunden? Er ist tot. Verdammte Scheiße, schon wieder? Ist hier denn jeder Arsch zu unfähig, um mal am Leben zu bleiben? Du wirst dir wohl einen neuen suchen müssen. Ich weiß. Glücklicherweise habe ich erst vor kurzem eine neue Liste mit vertrauenswürdigen Leuten bekommen. Wird Zeit, dass ich da mal einen Blick drauf werfe. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Ist dir diese Information nichts wert? Ja, schon gut. Hier hast du ein paar Splitter. Und jetzt verschwinde. Dankeschön. Ich habe Blake Bescheid gegeben. Hund träumt. Alles klar. Dann warten wir jetzt, bis er zu mir kommt.
Ich habe auch eine Idee, was du in der Zwischenzeit machen könntest. Wie wär's, wenn du zu Doc gehst und uns ein bisschen Stoff zum Feiern besorgst? Ist es nicht etwas zu früh zum Feiern? Mach dir keine Sorgen und lass den guten Rat nur machen. Das Ganze ist quasi schon in trockenen Tüchern. Hier hast du ein paar Splitter. Das sollte ausreichen, um beim Doc ein bisschen was zum Feiern zu kaufen. Wo hast du denn plötzlich die Splitter her? Frag lieber nicht. Wenn ich etwas will, dann kriege ich es meistens auch, mein Freund. Und sag dem Doc, er soll dir etwas von dem besonderen Zeug mischen. Sag ihm einfach, ich schicke dich. Ich glaube, da kommt Blake schon. Wir sehen uns dann später wieder hier. Jo. Hey, Rat. Blake, mein Freund, was hast du auf dem Herzen? Ich habe ein Jobangebot für dich. Wie immer schnell bei der Sache, was? Worum geht es? Ich brauche jemanden, dem ich vertraue. Okay. Dann holen wir mal die Drogen hier. Red schickt mich ein paar Stims zu holen. So einen guten die gute alte Ratte also. Ja, ja. Er sagt, du sollst... Ich weiß. Der gute Doc weiß das. Das besondere Zeug, richtig? Ja? Genau. Kein Problem. Gehe. Ich mach das. Ich regel das. Ich mach mich direkt an die Arbeit. Komm in einer Stunde wieder. Dann bin ich fertig. Was mache ich denn jetzt eine Stunde lang? Ich glaube, ich penne. Nächsten Abend schlafen bis Mitternacht schlafen. Ich glaube, ich gehe pennen. Komm näher, ich hab deine Bestellung. Seid vorsichtig damit, ja? Ich hab mich damit selbst übertroffen. Viel Spaß damit. Und jetzt flieg, Vögelchen, flieg! Irgendwas sagt mir, dass diese Sache so ausgefuchst ist oder schon ein paar Mal gelaufen ist. Ich weiß nicht. Blake ist nicht mehr da, kapiert, mein Freund? Und er wird auch nicht mehr wiederkommen. Was? Wenn du ab jetzt etwas brauchst, dann kommst du zu mir. Ich bin jetzt dein neuer Vorgesetzter. Scheiße, Mann. Was hast du mit ihm gemacht? Das braucht dich nicht zu interessieren. Glaub mir, mein Freund, dich werde ich mir auch noch vorknöpfen. Hast mich ausgelacht, als ich ins Lager kam. Hast mich mit zwei Splittern abgespeist, als ich dich angebettelt habe. Ach, komm schon. Das hatte ich so nicht gemeint. Komm mir jetzt nicht mit Entschuldigung. Dein Arsch gehört jetzt mir. Und wenn du nicht gehorchst, schmeiß ich dich in die Grube. So eine Scheiße. Du bist echt irre, weißt du das? Und stolz darauf. Und jetzt geh mir aus den Augen. Okay, er hat Blake umgebracht und ist jetzt selbst an die Macht. Herzlich willkommen zurück, mein Freund. Was ist denn jetzt passiert? Weißt du, der Bodyguard-Job war nichts für mich. Deine physische Beschaffenheit lässt dies erkennen. Danke? War das ein Kompliment? Wie dem auch sei. Ich dachte mir, Blakes Job liegt mir viel mehr. Ich musste nur nah genug an ihn herankommen, ohne dass er hier im Vor ist. Und ohne dass sein Bodyguard Ryan bei ihm ist. Und du hast mir dabei geholfen. Du hast Blake getötet? Ich habe bestimmt nicht mit ihm Schach gespielt, mein Freund. Das Ganze habe ich nur für dich getan. Naja, vielleicht auch ein bisschen für mich. Ich habe Blakes Position. Und ich weiß, was mit Chloes Schutzgeld passiert ist. Blake hat mich mit dem Blutigen bekannt gemacht und mir gezeigt, wo er die Splitter von Chloe versteckt.
Du kannst William sagen, dass Chloe ab jetzt wieder bezahlen wird. Ihre ausstehenden Schulden werde ich ihr geben. Der Blutige? Von wem redest du? Na, Baxter. Baxter, der Blutige. Klingelt's? Ah. Der Typ, der das vorher geleitet hat, bevor der Duke es übernommen hat. Der Typ, der die Schakale des Dukes überlebt und blutüberströmt aus dem Vorhab gehauen ist. Diesen Blutigen meine ich. Und du hast den Blutigen getroffen? Man trifft den Blutigen nicht. Man wird von ihm eingeladen. Ich habe dir das nur verraten, weil ich glaube, dass wir gute Freunde sind. Am besten vergisst du das alles direkt wieder. Kommen wir zu deinem Anteil an der Sache. Wie heißt es so schön? Eine Hand wäscht die andere. Bei unserer ersten Begegnung hast du mir 50 Splitter überlassen, falls du dich erinnerst. Jetzt, da ich es geschafft habe, möchte ich mich bei dir erkenntlich zeigen. Ich habe sogar noch mehr für dich. Hier. Aber rede mit niemandem darüber, verstanden? Du wirst schon merken, was die Kralle bedeutet, wenn es soweit ist. Solange halte daran fest. Verliere sie nicht. Ich sagte doch, Freundschaften zahlen sich aus. Und wer weiß, vielleicht kann ich dir auf deinem weiteren Weg hier bei den Outlaws nochmal zur Hand gehen. Sofern du dich entscheiden solltest, dich uns anzuschließen. Aber jetzt muss ich mich wieder um meine neuen Pflichten kümmern. Wir sehen uns, mein Freund. Und wir haben schon wieder eine Kralle bekommen. Die dritte. Ich habe hier noch die Stims, die ich besorgen sollte. Ach, die? Die waren nur dazu da, um dich abzulenken. Die kannst du behalten, wenn du möchtest. Ich nehme das Zeug momentan nicht mehr. Ich muss mich erstmal in meinem neuen Posten zurechtfinden. Aber hey, mehr für dich, mein Freund. Viel Spaß damit. Okay, cool. Dann gehe ich jetzt zu William. Und sage ihm, dass Chloe wieder zahlt, ne? William ist am Pennen. Wie spät ist es? Wegen der Hauptmänner. Ich habe mich um Chloes ausstehende Schulden gekümmert. Red, oder sollte ich ihn jetzt lieber Crazy Red nennen? Egal. Auf jeden Fall hat er mir Chloes ausstehende Schulden bezahlt. Ich finde es auch gut, dass Red jetzt Blakes Posten übernommen hat. Ich konnte Blake sowieso nie leiden. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Gute Arbeit. Was ist mit meiner Bezahlung? Wie bitte? Von einer Bezahlung war nie die Rede. Aber gut, ich will mal nicht so sein. Du hast dich um alle Hauptmänner gekümmert. Damit hast du mir die größten Probleme von der Brust genommen. Wenn du dich uns anschließen willst, dann werde ich dir nicht mehr im Weg stehen. Vielen Dank dafür. Und meine Dankbarkeit äußert sich normalerweise in Form von Elixit. In deinem Fall allerdings erinnere ich mich an die Geschichte mit Iron Madison. Was nichts anderes bedeutet, als dass du rein gar nichts von mir bekommst. Denn ich muss die Kohle investieren, um einen passenden Ersatz zu finden. Bezahl mich, oder es verschwinden noch mehr Leute. Meine Fresse, kannst du nicht einmal etwas akzeptieren? Nö. Nein. Dann nimm die Splitter und erstick dran. Ich mag Neugier. Ja, lauf nur! Okay, cool. So, wir können uns jetzt den Outlaws anschließen und wir können uns jetzt den Klerikern anschließen. So, jetzt mache ich es soweit, dass wir uns den, ich weiß nicht, wieso ich jetzt auf Sturmmänner kommen wollte. Das ist zu Ende mit den Dingens. Wie heißt das? Ach, wie heißen sie denn? Abesser, Raketenbohnen. Wo soll denn noch eins sein? Aha. Ach ja, genau. Ich wollte ja gucken, ob ich das erstmal, ob ich das mit dem Big Bang schon hinkriege. Obwohl ich das eigentlich eher nicht glaube, aber naja. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Okay. Okay.
mitkommen. Alles klar. Ich nehme Kaya wieder mit. Bin ich mal gespannt. Wir brauchen ja nur noch einen Audiolog. Eins brauchen wir noch. Und das ist genau da. Das ist hier. Oben. Was das früher wohl mal war. Oh mein Gott. Ich schätze mal, das sind sie. Hey, zeichnet das Ding schon auf? Ja, aber wozu soll das gut sein? Damit die anderen wissen, wohin wir aufgebrochen sind. Wenn sie diese Nachricht finden, können sie unserer Spur folgen. Du willst Chad also wirklich suchen? Natürlich, wir können ihn doch nicht hängen lassen. Na klasse, da finden wir einen halbwegs sicheren Ort und dann haut der Sack ab. Meckern bringt uns auch nicht weiter, also pack deine Sachen. Schon gut, wohin brechen wir überhaupt auf? Goliath. Zu den Berserkern. Aber wenn das mal gut geht. Ja, das sind sie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Irgendwie ist das jetzt traurig, ne? Briefe habe ich alle. Ach, die Brücke ist ja schön. Oh, soll das unser Haus werden, Kaya? Guck mal, ist voll hübsch hier. Da mit dem kleinen Teich und da so. Oh. Hübsch. Wo muss ich denn jetzt hin? Krogi, warum soll ich denn da oben hin? Bitte? Ich soll da oben hin? Nee, das ist mir jetzt zu weit. Sorry, aber das ist mir jetzt zu weit, ne? Ja, töte Stormson. Ja, aber wo ist der? Den finde ich nicht. Und dann haben wir noch töte die Alps. Ach, töte Stormson. Wo könnte er? Er könnte nur bei den Klerikern sein. Ja, aber da bin ich ja gewesen. Da habe ich mich ja bei dem Großen umgehört. Da habe ich mich da umgehört. Was könnte ich nur noch? Ich könnte höchstens durch die ganze Stadt laufen und mich da bei denen umhören. Ob das auch so wirklich Sinn macht, weiß ich nicht. Hallo, hallo, hallo. Ja.
Hi Kaya, schön, dass du auch kommst. Es ist ziemlich dunkel hier. Oh, hier ist... Gucke mal. Tagebuch eines Verbannten. Wieder einmal erhalten. Da oben ist ein Lagerfeuer. Was ich alles machen könnte, ich könnte hier richtig kochen. Geil. Aber es wird nicht als Bett anerkannt, ne? Da sind sie. Da sind sie. Speicher. Hund träumt schon wieder. Den schnapp ich mir. Zwei sind tot. Zwei. Ich speichere das. Ich speichere das. Zwei sind tot. Geil. Okay. Das war scheiße, aber egal. Ich hab noch eine. Gibt noch zwei Stück. Wo sollen die denn sein?
mir. Hallo. Könntest du mal bitte nicht schleichen? Danke. Hä? Wie soll ich denn noch höher? Das geht doch gar nicht. Das ist ein Bug. Der ist da oben. Das ist voll der Bug da oben. Ganz toll. Pack das weg. Du bist ja doch nicht so blöd. Hat Harkon euch geschickt? Ja, wir kommen von Harkon. Einer seiner Kundschafter hat diese Position der Alps ausfindig gemacht. Wir haben von ihm den Auftrag bekommen, sie zu erledigen. Wir müssen alle Alps aus Magalan tilgen. Nur so kann sich der Planet erholen. Am besten gehst du jetzt wieder deines Weges. Wir warten hier auf neue Befehle. Okay, das ist hart. Habt ihr die Separatisten hier getötet? Separatisten? Alps sind Alps. Da gibt es keine Grauzone. Natürlich waren wir das. Die Alps haben ihr Recht auf Leben verwirkt. Sie wildern durch unser Land. Sie bauen ihren monströsen Konverter auf unserem Boden. Wir können das nicht dulden. Wenn du nicht hier bist, um uns zu helfen, dann lass uns jetzt in Ruhe. Ey, das ist... Wie scheiße ist das denn bitte? Da oben hängt der Typ. Der hängt da oben fest. So kann ich den doch nicht killen. Das ist ja 4 von 5. Oh, das gibt's doch nicht. Nee, jetzt läuft er da oben rum, oder? Hier ist einer. Oh, bitte, 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 bitte. Einer müsste jetzt noch am Leben sein. Einer ist noch am Leben. Obwohl, ich hatte ja schon mal einen getötet. Ist einer. Hier ist einer. Da vorne ist einer. Und einer lebt. Geht los. Ich erledige das. Prima. Prima. Ach, die soll ich auch töten? Dafür habe ich jetzt aber nicht mehr genug Sachen. Dafür muss ich es... Nein. Alps sind Alps, aber... Thompson.
Ich schau mal da nach. Ich kann Ihnen ja sagen, wo der ist, aber ich weiß nicht. Sie sagte ja, bei den Klerikern, weil er sich schon immer für Technik interessiert hat, aber... Hier gibt es nichts umsonst. Wenn du was klaust, stirbst du. Ich will ja nichts klauen, ich will dich sprechen. Klau hier ja nichts. Hier gibt es nichts umsonst. Du hast die Separatisten töten lassen, anstatt mit ihnen zu verhandeln. Na und? Hast du ein Problem damit? Wenn ja, dann sag es lieber gleich. Dann werden wir es gleich hier und jetzt ausdiskutieren. Du bist ein Mörder. Und du bist ein verdammter Alp-Sympathisant. Jetzt werde ich dir mal zeigen, was ich mit einem wie dir mache. Dich, Arschloch, hol ich mir. Ach mein Gott, Leute. Hallo. Scheiße. Fuck. Ja, wir sagen einfach, ist so besser so, fertig. Ich habe jetzt keine Lust, mit dem da so großartig zu kämpfen. Ich kann den Plan da einfach nicht klauen, ey. Ich mache das auf jeden Fall fertig. Du hast diese... Na, dann... Das war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Natürlich war sie das. Und du wärst besser beraten, wenn du in Zukunft auf so ein Pack nicht hereinfällst, klar? Nur ein toter Alp ist ein guter Alp. Merk dir das. Gut. Dann gehe ich jetzt mal zu Angrim. Die Alps, die Roger auf dem Gewissen haben, sind erledigt. Gut. Es wurde auch Zeit, dass mit ihnen abgerechnet wird. Hier, für deine Mühen. Reicht das denn jetzt? Kann ich mich jetzt den Berserkern anschließen? Was ist mit dem Big Bang noch regeln? Was meine... Wie mache ich mich? Du, Bo, Jura, bei dir, meine, Mann, das ist von der Aktion mit ihr. Du hast das Schwert von ihre Geisen. Das war klug von dir. Eine große Hilfe scheinst du bei der Ich denke, du kannst noch streng dich. Boah. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders herum. Sei ruhig. Die wollen, dass ich Stormzone finde. Okay. Auf, dann reise ich jetzt nach Ignadon. Und höre mich da weiter um. Aber ich verabschiede mich jetzt sowieso bei euch. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.